Hallo und willkommen zurück zu Living Legends Bound by Wishes im Bonuskapitel. Wir sind hier stehen geblieben und schauen uns jetzt hier um. Dafür brauche ich insgesamt 3 Schlüssel. Merkwürdige Geräusche im Hintergrund ist verschuldet durch, wie soll es anders sein, durch Lucky. Der hat gerade seine 5 Minuten. Hier, was? Hier fehlt ein wenig Dekoration. Ah ja, okay. Habe ich nicht. Also habe ich schon, aber nicht dafür. Behaupte ich mal. Oh, etwas ist auf dem Kronleuchter. Ich muss einen Hebel finden, der ihn herunterlässt. Was habe ich hier überhaupt? Metallbarren? Ich hatte eine Pause. Hier geht's durch, da geht's durch. Gehen wir mal da lang. Ah, okay. Hier haben wir eine Pfeile. Da kommt ein Pferdchen ran. Aber wir brauchen noch mehr dafür. Ich brauche etwas Eis, um das Metall abzukühlen. Was? Metall abkühlen? Ja. Nee, ich glaube, das geht nicht. Nicht so. Was haben wir denn hier? Ah, okay, damit können wir das Buch öffnen. Ohne eine rote und blaue Rose kann dieses Spiel nicht gespielt werden. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja was für mich. Okay. Gucken wir mal. Ah. Ich habe verlassene Städte durchsucht. Ich habe antike Bücher gelesen, in der Hoffnung, Antworten zu finden. Ich sammelte alle möglichen Artefakte, doch mein Ziel scheint unerreichbar. Doch es ist nicht vorbei. Ich werde einem weiteren Gerücht nachgehen. Dem Brunnen der Wünsche. Und hier haben wir die Rose. Aber es fehlt noch eine, aber ich setze sie schon mal rauf. Mal gucken. Was ich da machen muss. Hinter diesem Stein ist doch sicher etwas versteckt. Ah, ein Schlüssel. Das ist gut. Und so, dann gehen wir aber erstmal da hoch. Da hätte ich auch gleich reinstecken können. Ist nicht so schlimm. Eine Kerze. Die Pfeile sind nur aufgezeichnet. Irgendetwas stimmt nicht. Ja. Ein Teil der Uhr fehlt. Ich habe gerade noch nichts. Und ich glaube, wir dürfen wimmeln. Garnknäuel, Handschuh, Schriftrolle, rote Rose. Oder haben wir ein paar mehr von? Dann ist wahrscheinlich diese hier gemeint. Wappen, Fächer, Krone, Sonne, Vogel, Feder, Tasse und ein Bär. Okay. Ah, eine Feder. Wollen wir denn eine Feder? Haben wir hier oben. Eine Pfeife suchen wir nicht. Garnknäuel. Haben wir hier eine... Ne, das ist keine Schriftrolle. Wo ist denn hier eine Schriftrolle? Okay, schauen wir gleich. Was haben wir noch? Wappen, Sonne, Vogel. Vogel ist hier. Und eine Tasse. Da ist die Sonne. Ein Wappen. Was ist denn hier? Was? Achso, eine Krone brauchen wir auch noch hier. Nehmen wir doch das. So. Muss ich ein bisschen genauer gucken. Da ist die Tasse. Wappen. Wenn man jetzt wüsste, wie das Wappen aussehen soll. Und Schriftrolle fehlt auch noch, ne? Hier ist das Wappen. Vor meiner Nase. Okay, ja. Das zögern wir mal noch ein bisschen hinaus. Wie werde ich dieses Glas los? Weiß ich nicht. Da kehrt sie wahrscheinlich... Oder hier? Nein. Okay. Will sie nicht.
Will er nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ein Feuer. Toll. Ah, hier könnte ich Metall schmelzen. Ist wahrscheinlich nicht so geil, das einfach so raufzulegen. Gut, gucken wir später. Mir fehlt ein Buch. Wofür habe ich denn die Kerze jetzt? Ich weiß gar nicht, hatten wir noch Szenen davor? Oh, der sieht ja nett aus. wo ich was machen konnte. Aber wir können hier gar nichts mehr machen. Ach so, ja, das bringt mir ja erstmal gar nichts. Ja. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass wir jetzt hier rangehen dürfen. entferne die Prinzfiguren, indem du mit den Rosen über sie springst. Ein gepanzerter Prinz muss zweimal übersprungen werden. Nach jedem Sprung gibt es einen weiteren Spielzug. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, der war gepanzert, ja. Nein, ich wollte dich doch haben. Achso, hier kann ich jetzt aber nicht rüber anscheinend. Aber hier kann ich rüber. Okay, das war nicht so gut anscheinend. Nein! Den habe ich übersehen. Oh! Der war gepanzert. Das habe ich nicht gesehen. Okay, toll. Prima. Tolle Wurst. Was soll denn das? Und ich habe mich noch gefreut. Komme ich aber mit ihm hier gar nicht weiter. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Okay. Nun gut. Auch in Ordnung. Ich probiere mich einfach aus. Ja, aber das ist blöd, weil wenn ich jetzt... Obwohl, ich könnte ja auch mit ihm hier einmal rüber. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Er kann gar nicht mehr, ne? Also einen von beiden kriege ich noch weg. Aber das war's dann leider auch schon. Er bleibt über. Muss ich denn springen? Geht das? Nee, dann... Okay, dann bleibe ich mal dabei.
Okay. Yay. Goodie. Goldene Spinnrad. Wozu brauche ich denn goldene Spinnrad? Bitte. Wir können aber, glaube ich, die Form. War das hier? Ja, ne? Hier rein tun. Das jetzt vielleicht darauf. Wie nehme ich das? Viel zu heiß, um es mit bloßen Händen anzufassen, ja. Tolle Wurst. Wenn ich etwas Eis in den Eimer schütte, könnte ich das heiße Metall abkühlen. Warte. Vielleicht mit der Schaufel. Ah. Alles klar. Ja, kennst du den auch? Oder wie soll ich das bitte machen? Ja, wo ist denn jetzt hier der Witz? Okay, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum sie das jetzt nicht nimmt. Nein, das gehört hier auch nicht rein. Habe ich auch noch irgendwas nicht gesehen. Anscheinend. Ich gar nicht raus. Wo ist denn hier der Schalter für den Kronleuchter? Da muss ich hier was reintun. Ah. Toll, da war einfach nur ein Schlüssel. Verstehe nicht, warum sie jetzt nicht den Eimer nimmt und das da drüber kippt, beziehungsweise. Das ist mir jetzt gerade irgendwie nicht so ganz klar. Irgendwas mache ich hier anscheinend falsch. Ah. Okay, danke. Kommt das Spinnrad hin? Säure, weiß ich nicht, wofür wir die Säure brauchen könnten. Was haben wir denn hier noch? Hier waren die Bücher, ne? Hier fehlt eins. Ah, da können wir noch ran. Okay. Tanzapfen, Schmetterling. Den hatte ich irgendwo schon gesehen. Eine Perlenkette. Das ist der Schmetterling. Da unten ist der Tanzapfen. Amethyst. Ein Schwert. Das habe ich noch nicht gesehen und ich sehe es auch jetzt nicht. Hier ist eine Uhr. Da ist das Schwert, eine Zange, Orange, Hund, Pfeife, Bild und ein Käfer. Ja, Geduld ist eine Tugend, liegt mir nicht immer unbedingt. Okay. Ups, das ging jetzt zügig. Was sagt mit? Ah, okay, alles klar. Ja, finde ich auch. Die sieht fehlplatziert aus. Kriegst du, ne? Da haben wir das Pferdchen. Was ist das? Ein Diamantenring. Für? Zum Schneiden. Da ist das Buch. Ja, okay. Ah, okay, alles klar. Ich wusste jetzt nicht, ob ich die tauschen muss. Anscheinend nicht. Und da öffnet sich ein Gang. Ist das nicht schön? The Wishing Well. What? Ach, alles klar. Der Brunnen der Wünsche. Schön, schön. Unter dem Gitter ist etwas versteckt.
leere Lampe. Wäre hier sonst noch irgendetwas außer dem Brunnen? Nö, scheint nicht so. Paare Kacheln mit Bildern, die zu dem gleichen Element gehören, um den Brunnen zu öffnen. Nö, das war's nicht. Aha, okay. Ja, von mir aus. Eine Lampe würde hier helfen. Was ist im Brunnen? Ich kann nichts sehen, ja. Oh no, it's empty. It's empty. The well's drained. It was my last hope. I'd do anything to save Grace. Anything! Anything, Mr. Thorne? Oh, excuse me. I see you're desperate to save your fiancé. It's a shame the well is dry. I can still help. If you sign this contract with me, she'll live. Unterschreibe den Vertrag, um Grace zu retten. Tja, dann tun wir das. Ah, the deal is made. You'll have to do me a special favor in return. I'll send you a letter when the time's right. Now, go enjoy your life, Mr. Thorne. I can't believe we survived such a terrible accident. Let's go home as soon as we can. Soon, Augustine. Soon I'll get what's mine. Tja, nur dafür musste er einige Menschen ausnutzen, um so weit zu kommen. Na, so weit ist er ja nicht gekommen, wissen wir ja schon. Okay, alles klar. Dann war es das auch mit dem Bonuskapitel und dann werde ich den Part jetzt hier beenden. Und wenn man mag, ja, darf man beim fünften Teil gerne wieder mit dabei sein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt, aber es macht ja auch nichts. Das schauen wir dann. Okay, tschüssi.